Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Darksburg. Kostet 14,90 € auf Steam. Ja, ist mal Abwechslung. Es wurde anscheinend von dem Programmiererteam geschrieben, das Evoland gemacht hat. Ist mal erfrischenderweise Oldschool geschrieben mit der OpenAL Engine. Ja, schauen wir mal, was es ist. So richtig großartig sieht es jetzt vom ersten Mal nicht aus, aber das muss nichts heißen. Sehen zumindest mal witzig aus, die Charaktere. Wenigstens da ein bisschen Kreativität walten lassen. The game will start shortly. We won't go any further by boat. We'll have to walk across town and past the harbor to reach the ferry. Naja, es ist halt irgendwie ein Brawl, aber sonst gibt's hier eigentlich. Ist es ziemlich sinnlos, hier die zu kämpfen. Mach die Glocke. Feinde anziehen wahrscheinlich, so. Klassisch im Dungeon Crawler ziehen wir uns hier halt durch eine Ebene. Ah, F drücken. Kämpfen wir uns jetzt hier Richtung Ziel. Wobei, wie es aussieht, es nicht unbedingt sinnvoll ist, diese bekämpfen. The executioner's around. Watch your neck. Also irgendwie scheint es, als wollte das so ein League of Legends Kampfsystem Abklatsch werden.
so great. Wow, wir haben eine super Attacke freigeschalten. Wie unerwartet, es ist League of Legends Coop. Ferry is on its way. Hold out. We're almost there. No time for weakness now. Okay, wir haben irgendwie überlebt. Wow, das war ja auch so schwer. Ich weiß nicht recht. Die Idee, dann League of Legends dann zu kombinieren mit irgendeiner Storyline. Ach. Shop here. The church is a safe place. We should take shelter there. I can smell rotten food and spices, so there's probably a marketplace nearby.
only be the fishmonger. Let us in. We need shelter. I would, but some dimwits fired a cannon at us, and now the church is exposed. I shall not open it. Yeah. People are pigs. What can we do to help? Really? Well, I will need boards to fix that gaping hole. All right. Warn us if there's an attack. One of them got in. By the light! Defend the door! Ouch! What are you doing there? Defend the door!
out. What are you doing there? Defend the door! Do not let them get through! Thank you kindly. Should I probably have mentioned I needed nails too? Really? All right, back to the marketplace. One of them got in. By the light, defend the door. Oh, you will find this funny. I have no tools in here. Maybe you can find some for me. That better be the last of it, priest. By the light, defend the door. I found it. Oh, do not let them get through. Defeat. Die sind nicht kohärent getrunken. Also geht das doch. Naja, Gott sei Dank ist es vorbei. Ich muss sagen, es ist... Also, ich weiß nicht, warum derjenige dachte, der es geschrieben hat, dass das eine gute Idee ist und man merkt, dass es kein Amateur war. Möglicherweise vielleicht sogar einer der League of Legends Programmierer. Weil man merkt hier doch, dass es relativ sauber geschrieben ist für das. Das Spielkonzept ist zwar Müll, aber der Code hat zumindest funktioniert. Ja, es ist im Prinzip League of Legends mit Diablo gemischt, ohne Loot-System, ohne richtige Charakterausbau, ohne richtige sich darüber über irgendwas Gedanken zu machen. Ja, es sieht halt einigermaßen aus und damit hat sich schon. Und es ist halt koopfähig. Den Preis dafür würde ich aber dafür auf keinen Fall auf 15 Euro setzen. Das ist es definitiv nicht wert. Ja,